wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rendern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst, Leute. Ihr unterschätzt das immer. So Leute, ein herzliches Willkommen beim Drachen. Vollidiotenverein ist auch wieder mal am Start. Hier reicht auch schon wieder eine normale ich fahr vorbei Aktion nicht. Was soll jetzt das für eine Aktion werden? Ich notiere mir mal eben das Kennzeichen. Ja, bin gleich wieder da. Dieses Verhalten ist echt sowas von neben der Spur. Punkt 1. Die standen gerade in meiner Einfahrt. Bei mir ist Einfahrt freihalten, so wie in jeder Einfahrt. Heißt im Klartext, ich kann eigentlich einen Abschleppdienst rufen. Punkt Nummer 2. Jetzt stehen sie mitten auf der Straße. Ist eine Straftat, weil sie als Verkehrsbehinderung gelten. Das gilt auch für die zwei, die da oben noch zu Fuß stehen. Punkt Nummer 3. Das sind zwar Weiber und Kakerl. Also das sind ja, die zwei, die am Auto stehen, die wo gefahren sind. Das sind zwar Weiber und kein Kerl. Und Punkt Nummer 4. Das ganze Verhalten ist sowieso schon komplett neben der Spur. Filmen, nerven, belästigen, provozieren. Das Übliche halt. Kennzeichen habe ich jetzt jedenfalls. Und damit sind sie schon mal am Eimer. Polizei hat das Kennzeichen auch schon. Die haben, glaube ich, irgendwas gesagt von wegen Filmteam. Aber ganz ehrlich, selbst wenn es ein Filmteam ist, haben die trotzdem hier nichts reinzufahren, weil hier nicht Anlieger, sondern Anwohner ist. Und selbst wenn die ein Filmteam sind, haben die hier nichts reinzufahren, weil hier ist Anwohner. Anwohner sind die aber nicht. Mit dem Gewehr wurde ich noch nicht bedroht tatsächlich, aber mit einer Schusswaffe, mit einer kleinen Handfeuerwaffe. Das ist sogar schon dreimal vorgekommen inzwischen. Ich bin halt so ein Typ, ich lasse mich davon nicht nerven. Ich gehe dann halt her und gehe voll auf die los. Wenn die mit einer Schusswaffe auf mich zielen, gehe ich mit voller Gewalt auf die los. Und wenn die abdrücken, entweder erschießen sie mich oder ich back sie mir und töte sie. Eins von beiden. Diese zwei Szenarien kommen dann. Weil wenn mich jemand mit einer Schusswaffe bedroht, dann greife ich den an. Und entweder muckst er mich ab oder ich ihn. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Eine andere Option gibt es nicht. Wir können ja mal schauen, ob der Abschleppdienst oder die Polizei schneller ist. Abschleppdienst wäre auch witzig, weil wenn der Abschleppdienst kommen würde, müssten die trotzdem zahlen, auch wenn die jetzt nicht mehr in meiner Einfahrt stehen, weil als ich angerufen habe, waren die in meiner Einfahrt gestanden und jetzt stehen die da. Und wenn die, selbst wenn die jetzt abhauen würden und der Abschleppdienst kommen würde, bevor ich ihn abbestellen kann, würden trotzdem die blechen dafür. Ja, das ist das typische Verhalten, wie ich schon immer sage, ne? Kaum reagiere ich nicht und komme nicht raus, fangen sie an, auf meinen Zaun zuzugehen, weiter zu provozieren, fangen an, am Zaun rumzureißen. Das hat genau das Verhalten, was ich schon die ganze Zeit sage. Eigentlich spielt es für mich keine Rolle, ob die randalieren oder nicht. Sie sind da, sie nerven mich, sie belästigen die Polizei und die Nachbarschaft. Allein durch die Sache mit dem permanenten Alarmausgelöse, mit dem Rumgeschrei. Dürfen sowieso nicht hier sein, weil Betretungsverbot herrscht. Aber es ignoriert halt jeder einfach. Das ist eine Aussage, die stimmt nicht. Von wegen, dass die früher oder später abhauen. Ja, es gibt welche, die früher abhauen oder so, aber es gibt auch genug, die das dann komplett ignorieren und dann einfach sagen, ja, der kommt nicht raus, wir wollen aber, dass er rauskommt, also provozieren wir als weiter. Jetzt hauen die Weiber ab und wir haben wieder das Problem, dass ich die Polizei angerufen habe und die wieder mal zu langsam waren. Die Polizei hat natürlich auch anderes zu tun, das ist schon klar, aber das ist echt kein Trost, wenn von 100 Leuten 90 davonkommen. Und das Auto fährt auch rauf und runter, wie es gerade Bock hat. Von Gesetzen, Rechten und allem haben die auch noch nichts gehört, glaube ich. Und schon wieder ein Hater. Richtig nervig. Vor allem, wenn man bedenkt, es ist mitten in der Woche, Alter. Das geht mir hier in den Kopf. Jetzt kommt die Polizei. Was soll ich dazu noch sagen? Okay, passt auf, Leute. Ich erkläre es euch zum bestimmt 100. Mal. Ich spiele Spiele, die ich gut finde. Wenn euch die nicht gefallen, kann ich nichts dafür. Es liegt letzten Endes daran, dass ich Spaß haben muss an den Spielen. Wenn ich keinen Spaß dran habe, macht das keinen Sinn. Und deswegen werde ich keine Spiele spielen, nur weil ich YouTuber bin. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr gerne zu Gronkh, zu Iblali, zu Unge, zu wen auch immer da alle Let's Plays machen.
Schaut euch die Leute an, die eure Spiele spielen, die ihr möchtet. Ansonsten lasst es gut sein mit diesen Abstimmungsgedöns. Wenn ich Abstimmungen mache, dann nur über Spiele, die ich auch mag. Punkt. Und im Moment spielen wir doch das Spiel hier, also lasst uns das Spiel spielen. Und hört auf, immer hier die ganze Zeit so rum zu mosern. Die ganze Zeit der gleiche Käse. Jedes Mal aufs Neue. Darf man das jedes Mal aufs Neue klären? Leute, hier wird nicht über irgendwelche Religionen debattiert. Viel zu heikles Thema. Ey, hier wird jetzt nichts aus der Bibel zitiert und so ein Scheiß, ja? Hier wird definitiv nicht über so einen Scheiß diskutiert. Wie oft soll ich das noch sagen? Jetzt habe ich es zweimal gesagt. So, die sind auch abgeschlossen. Und wir haben schon wieder Vögel vor meiner Haustür. Frag mich echt, warum man nicht einfach seine Ruhe haben kann. Eine Sekunde, Leute. Es sind schon wieder sechs so Idioten vor meiner Tür, die ich gerade mal wieder durch die Mangel drehen muss. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Den machen muss ich nicht. Ich musste nur kurz raus und die wegscheuchen, die sind abgehauen. So, Leute. Ich habe versucht, einen Discord zu machen, der anonym sein sollte, solo sein sollte und möglichst so, dass keine Idioten irgendwo rumeiern. Da aber wieder einmal es absolut keine Möglichkeit gibt, eine vernünftige Community aufzubauen, habe ich jetzt beschlossen, dass ich den Rang, den ich habe, den Drachenlord, ne, den Drachi Level Up Rang, oder Level 2 Rang, den lösche ich jetzt. Der müsste innerhalb von einem Tag verschwinden. Die Leute, die sich den Rang geholt haben, kriegen eine Erstattung für ihren Kauf. Also ihr kriegt das Geld zurück. Und ich habe den Server, beziehungsweise ich bin jetzt gerade dabei, den Server zu löschen. Ich finde es halt schade, dass alles, was ich versuche anzufangen, aufgrund von den Hatern kaputt gemacht wird. Ich versuche was Positives aufzubauen und jedes Mal treten die Hater es mit Füße. Und das sind schon wieder Idioten hier. Man kriegt einfach nicht seine Ruhe. Ups. Und glaube ich, diese Psychos. Ja, vor allem um die Uhrzeit, ne? Wenn man bedenkt, wir haben jetzt. Wie spät ist es? 21:44 Uhr. Es ist 21:44 Uhr und das ist mitten in der Woche. Und da stehen die vor meiner Haustür und machen hier auf dicke Eier und dicken Maxe. Und jetzt schauen sie auch noch durch mein Fenster. Und finden sich auch noch saukomisch dabei. Weißt du, ich arbeite und mache meine Videos und meine Streams. Und die stellen sich da hin und meinen, die können saulustig sein. Außerdem würde ich fast behaupten, dass der eine von denen wohl Eier in der Hand hat. Irgendwas hat er da in der Hand. Es wäre halt geil, wenn es bei so einer Aktion mal richtig fett regnen würde. Es richtig geil runterhauen. Na, jetzt ist es in die Nachtsicht übergegangen. Der Nachtsichtmodus ist echt cool. Ja, es ist noch nicht ganz dunkel genug dafür, dass in den Nachtsichtmodus übergeht. Deswegen blinkt jetzt manchmal ein bisschen grau und schwarz-weiß auf. Und das ist so der ungefähre Nachtsichtmodus hier. Danke fürs neue Abo. Lässt sich ja offensichtlich nicht verpissen, rufe ich nochmal bei den Cops an. In der Hoffnung, dass jemand auftaucht. Ich weiß halt nicht, ob die sich jetzt dahingestellt haben, weil sie dachten, sie können lustig sein und meinen, dass ich sie nicht mitbekomme, dass sie noch da sind. Oder ob sie jetzt aus irgendeinem anderen Grund dahin sind. Wie gesagt, das hat halt sehr verdächtig nach einem Eierkarton ausgesehen, was sie in der Hand hatten. Wie lange es wohl dauert, bis sie sich wirklich verpissen. Ich meine, das ist halt das, was ich meine. Wir haben mitten in der Woche, ja? Wir haben jetzt 21:49 Uhr, also fast 22 Uhr. Ein normaler Mensch geht um die Uhrzeit entweder pennen oder hockt zumindest zu Hause rum mit seinen Kumpels und chillt oder irgendwas. Aber dann doch nicht mitten in der Woche bei irgendjemandem vor der Haustür rum, meistens dann noch mehrere hundert Kilometer von zu Hause entfernt. Also zumindest geht mir das nicht in den Kopf. Meine, angerufen habe ich sie jetzt. Aber ob die jetzt wirklich abhauen oder ob die erwischt werden, bleibt halt letzten Endes immer an mir hängen, mich darum zu kümmern mit diesem Idioten-Scheißpakt da. Also die Hater, nicht die Polizei, versteht sich. Vor allem ist es Betretungsverbot, es herrscht Lärmverbot. Es herrscht sowieso hier Anwohner und so weiter. Also es hat hier überhaupt keiner was von den Idioten zu suchen. Aber nein, sie bestehen darauf, sich wie Asoziale aufzuführen und die ganze Zeit meinen Namen schreien. Ich weiß, wie ich heiße hier, Fotzenkinder hier, oder Arschkinder. Fotzenkinder wäre noch ein positives Ding.
Ich weiß, wie ich heiße, man braucht mir nicht sagen, wie ich heiße. Außerdem heißt es für euch Herr Winkler. 1000 Euro Strafe, ja. 10.000 Euro. So, das ist wirklich schon im Vorfeld. Man muss dann eine so hohe Strafe aufbrummen, dass es schon im Vorfeld unwahrscheinlich ist, dass die überhaupt auftauchen. Abschreckung sozusagen. Ich meine, wenn die wirklich eine Strafe von 5.000 Euro kriegen, Alter, da spotzen die ganz schön. Vor allem, wenn die offensichtlich ja keinen Job haben, wenn die um die Uhrzeit vor meiner Tür stehen. Und ja, es kann natürlich sein, dass die Freizeit haben, aber. Oder Feierabend haben oder Urlaub haben, aber. Ganz ehrlich, welcher Mensch ist denn so dämlich und geht in seinem Urlaub und belästigt die Leute? Also, sorry, aber ich hätte in meiner Freizeit und habe in meiner Freizeit was Besseres zu tun, als mich hier wie ein kleines Arschloch aufzuführen bei anderen Leuten vor der Haustür, mich dann auch noch zu schämen vor anderen Leuten, wie die Nachbarn oder andere Leute, die mich da sehen. Also ich persönlich hätte da zu viel Scham, dass mich irgendwelche fremden Leute dann da sehen. Wie jetzt zum Beispiel auch hier im Stream oder so. Ich würde mich vor sowas schämen, wenn man mich bei so einer Aktion sieht. Aber die machen da noch ein Fass auf und feiern das total und finden das voll geil. Also sag mal, wo ist denn da das Schamgefühl bei denen? Zu mir immer sagen, dass ich schamlos bin und dann sowas abziehen. Sorry, aber ich habe irgendwo dann doch meinen Anstand und vor allem, wenn es in Bezug auf andere Menschen ist. Da, und jetzt reicht's natürlich mal wieder nicht. Also wird hier mal wieder aufs Grundstück gerannt, weil es absolut uninteressant ist, dass man die Grundstücksgrenze ignoriert. Dass man die respektiert. Nein, man rennt gleich aufs Grundstück wieder und belästigt die Leute erst recht. Sorry, aber geht halt echt gar nicht. Ich persönlich hoffe, dass die Polizei jetzt ein bisschen schneller ist. Gerade sind da andere Schicht da inzwischen. Mit ein bisschen Glück sind die ein bisschen schneller gerade, wenn nicht viel los ist. Wenn natürlich viel los ist, dann ist natürlich wieder scheiße. Und man sollte eigentlich meinen, um die Uhrzeit am Wochenende, und unter der Woche ist nicht so viel los. Vielleicht haben wir Glück. Ich hätte ja große Lust rauszugehen und die einfach mit dem Schlauch wegzujagen. Was ich glaube ich auch gleich machen werde, wenn die jetzt nicht langsam von meinem Grundstück runterrennen. Ja, und erstmal die brennende Kippe auf mein Grundstück werfen, wisst ihr? Das ist das, was ich meine, so. Es ist ein total asoziales Verhalten. Ein Verhalten, was halt absolut gar nicht geht. Jeder normale Mensch würde sich schämen für so ein Verhalten. Ganz ehrlich, ne? Wenn ich jetzt nicht der wäre, zu dem die Leute kommen würden, sondern das andere aus meiner Nachbarschaft wäre, ich würde schon alleine deswegen, weil ich meine eigene Ruhe haben will, rausgehen und sagen, dass sie sich verpissen sollen oder würde die Polizei rufen oder was auch immer. Da, das ist das, was ich gemeint habe. Jetzt sieht er genau, was ich meine. Hier, passt mal auf. Da, seht ihr das am Fenster? Sieht man das? Da, das sind Eierschalen. Das ist halt das, was ich meine, ne? Sowas passiert, wenn ich nicht rausgehe. Sieht man das halbwegs? Hier sieht man das. Das sind alles Eierschalen. Ich kann halt auch nicht drauf leuchten, oder? Geht das? Doch, jetzt sieht man es besser, ne? Und das ist halt, was ich sage. Das ist genau das, was ich meine. Wenn ich nicht rausgehe, passiert sowas. Wenn ich rausgehe, passiert was anderes. Und das ist halt das, was ich meine. Und die Polizei kommt jetzt nicht und kommt jetzt nicht und kommt jetzt nicht und jetzt sind sie dann weg. Und wetten, in 5 Minuten kommt die Polizei? Da könnte man fast die Uhr noch stellen. Das ist halt genau das, was ich sage. Seit Jahren sage ich das. Gehe ich raus, passiert entweder das, dass ich ihnen aufs Maul hau oder die mir aufs Maul hauen oder es eskaliert in einer anderen Form oder ich schaffe es, mich zu kontrollieren, was meistens der Fall ist. Ja, in 90 von 100 Fällen kann ich mich kontrollieren. Ja, und in den 10 Fällen halt nicht. Ein echter Mann geht nicht her und prügelt sich und ruft dann die Cops und sagt, ich hab verloren, hol doch mal den ab, der hat mich geschlagen. Nein, ein echter Mann haut sich gegense echte Männer hauen sich gegenseitig aufs Maul und dann wird er hinterher, normalerweise wird hinterher Bier gesoffen, dann hat sich die Sache erledigt. Gut, mit Nazis saufen natürlich Kapier, aber ihr wisst, was ich meine. Ein echter Mann geht nicht her und haut sich gegenseitig aufs Maul und rennt dann zu den Bullen. Sowas gibt's nicht. Sowas wird's auch niemals geben. Sowas macht man nicht als Mann. Man hat irgendwo, hat man doch Ehre und Anstand und man hat auch irgendwo seine eigene Ehre, seinen eigenen Ruf zu verlieren. Und was ist das Verhalten von den Hatern?
Ich gehe mal schnell pullern und wir sehen uns gleich. So, wieder da. Toll. Weil das Fenster gekippt ist, riecht jetzt mein Zimmer nach Eiern. Ich glaube, ich habe ein Stück Wurst jetzt in der Nase. Mein Huster gerade. Ich habe mein Haustelefon mitgenommen und habe bei der Polizei angerufen und habe meinen Bericht abgeben wollen, dass die jetzt abgehauen sind. Und Richtung Feuerwehrhaus weg vor etwa 5 Minuten. Ne? Hat sich jetzt gerade überschnitten. Genau in dem Moment fährt die Polizei rauf. Ja, mehr oder weniger, wie ich vorher gesagt habe. Und ja, also die Polizei weiß jetzt Bescheid. Alter. Die Polizei weiß auf jeden Fall Bescheid. Und die Polizei ist raufgefahren. Etwa 5 Minuten, nachdem die Hater weg waren. Man erkennt irgendwie ein Muster manchmal. Vor allem, weil es heute dreimal passiert ist. Allerdings ist das eine andere Schicht als vorher. Na gut. Wem auch sei, jedenfalls. Und nein, es ist keine Unterstellung. Es ist nur eine Feststellung. Wisst ihr, eine Vermutung, die ich schon lange habe, ist, dass die Hater irgendwie eine Art Radar oder sowas haben. Natürlich ist das Blödsinn, aber es ist manchmal irgendwie merkwürdig, dass die Hater fast jedes Mal 5 Minuten, bevor die Polizei eintrifft, abhauen. Und das jedes Mal. Und ich habe schon Hater beobachtet. Ich habe mich richtig mal Scheiße. Ich habe schon Hater beobachtet, die auf ihr Handy geschaut haben und irgendwie gesagt haben, so, wir müssen los. Und dann 5 Minuten später kam die Polizei. Und das ist mir schon oft aufgefallen. Wir gehen zurück ins Game und machen weiter. Ich hatte gestern im Stream schon mal gezeigt, da hatten wir zufällig drei Muscheln gefunden. Und da wurde auch ein dummer Spruch von wegen Hygieneartikel im Badezimmer gesetzt. Und ja, das ist halt eine Anspielung auf das ist halt eine Anspielung auf Demolition Man. Boah, den könnte ich heute Abend eigentlich auch mal gucken, ne? Mit Sylvester Stallone Demolition Man. Da ist eine Anspielung drauf. Und es ist aber wirklich nur eine ganz minimale Anspielung tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob es das nochmal woanders gibt, aber ich kenne das nur aus Demolition Man. Man findet man halt drei Muscheln, heißt halt, dass einer. Ein Taucher, die sie bald entdecken wird und damit die Toilettenhygiene nachhaltig beeinflussen wird und revolutionieren wird. Und in Demolition Man wird er ja irgendwie ein paar hundert Jahre eingefroren. Und als er dann aufwacht, gibt es halt kein Klopapier mehr, sondern halt diese. Sondern wie die. Da hat er halt kein Klopapier mehr, sondern hat er halt diese. Hat er eben diese Dinger und da sagt er halt so, wo das Klopapier ist, er checkt nicht, wie diese komischen Muscheln funktionieren. Und dann hat er halt gemeint, dann sagt er der eine so, er weiß nicht, wie die Muscheln funktionieren. Ich würde mal vermuten, das sind schon wieder Hater. Hört man es, wie sie dagegen treten? Ja, und war jetzt echt ein ewiger Stream. Ich werde jetzt als allererstes mal den Stream ausmachen, meine Lampen ausmachen, dass es hier nicht mehr so warm ist. Vielleicht nochmal das Fenster kippen. Ich hoffe, dass der Gestank nach Eiern halbwegs weg ist, wenn ich jetzt die Fenster aufmache. Und dann werde ich anschließend mir was zu essen machen und in Ruhe hoffentlich essen. Danke fürs neue Dann Abo. danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Euer Drache. Haut rein. Und tschö. Jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davonkommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt aber fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Das war's, Alter. Das kann nicht sein. Ey. Ohne Dreck, Alter.